Vielleicht könnte ich beim Casting ein gutes Wort für Sie einlegen. Wissen Sie was? Wir gehen mal essen, wenn das hier vorbei ist. Oh Gott, ich will gar nicht mit dem Essen gehen. Wer weiß, was das für einer ist. Er ist irgendwie so perverser. Mit irgendeinem Fetisch wahrscheinlich. Ist mir ja auch egal. Ich kann hier irgendwo Sachen einsammeln, wird mir hier angezeigt. Hi meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division. Ja, in der letzten Folge haben wir eine Nebenmission gemacht, da mussten wir wieder über die Dächer klettern, haben wieder voll verkackt, aber was soll's, ich bin's ja gewohnt, ne, ist ja nicht so schlimm. Jetzt sind wir bei der nächsten Nebenmission, wir müssen jetzt glaube ich hier hinten rein, wir stehen praktischerweise schon da, und da war eine Telefonaufzeichnung. Und ich glaube, die Tür kann man knacken, ne, nee, doch nicht, wir müssen, aber wir sind fast um die Ecke. Ich glaube, ich markiere mir das lieber, bevor ich das ja nicht finde. Oder noch vorbeilatsche. Das wäre nämlich oberpeinlich. Ach, hier ist wieder vermisste Agentin und Kämpfer. Das können wir auch noch nebenbei machen. Das machen wir danach. Jetzt machen wir erstmal die Nebenmission. Ach, wir müssen da runter irgendwo. Nachschub verteilen hier. Wo? Eintreffende Gegner. Da oben. Ach, das ist sowas wieder. Ja, ich hab drauf geschossen. Oh Leute, diese fette Leck. Gott verdammt. Genau, bevor er mir auf die Ware schießt, soll er lieber auf mich schießen. Eintreffende Gegner. Oh ne, jetzt müssen wir zur nächsten Stelle kommen. Zack, ich hoch da. Hier wird mir getrödelt. Hopp, da drüber auch. Falsche Taste. Und Standbild. Ey, wo ist denn das? Warnung, Ware wird beschossen. Wo ist denn das, Leute? Da hinten. Ey, das ist doch mal mies, oder? Oh, Leute. Ich passe aber auch nicht auf, ne? Scheiße. Ey, ganz schön weit auseinander, die Scheiße. Warte mal, kann ich das von hier oben verteidigen? Kann ich? Drecksviech. Hat dann schon Schaden genommen, aber solange es nicht ganz im Arsch ist. Die Kacke ist, die stehen da so blöde. Okay, wir treffen trotzdem. Auch wenn nicht gut. Aber wir treffen. Na los, fall um. Oh, ein Teil ist fast im Eimer, ne? Kommt der jetzt hoch oder was macht der? Oh, ich krieg den nicht. Da ist noch einer. Oh, nee, an den kommen wir gar nicht ran. Scheiße, was machen wir jetzt? Von da drüben. So ein Sackgesicht, oder? Sind die mies, ey. Okay, warum haben wir uns nicht gleich so einfach gemacht? Scheiße, hab mich verklebt. Nein. Warnung. Eintreffende Gegner. Och, die nächsten Vorräte. Prickelnd. Die sind jetzt auf der Seite. Ich hoffe, da komme ich auch von hier oben aus ran. Ja, komm ich. Oh, schön den Granatenputzi zuerst. Hässliga, du stinkst nach Pippi und häss... So. Du stirb da mal. Also so teuer... Ich fand jetzt die AK irgendwie hat sich besser gemacht. Aber kommt mir vielleicht nur so vor, weil ich die gewohnt war jetzt, ne? Warte mal, hier ist noch irgendwo einer. Der ist hinter dem Waggon. Och nö. Komm raus. Ich tu dir auch nichts. Bin ganz lieb zu dir. Ich zieh's in der Länge, du stehst hinterm Waggon, nicht ich. Ach, da unten rennt ja auch einer. Okay, dann seilen wir uns mal ab. Hier ist nicht in die Länge. Jetzt rennt der auf der anderen Seite lang. Aus dem Basic-Putzi, deswegen. Warnung, eintreffende Gegner. Scheiße, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da oben wieder. Oder? Ich glaube, wir rennen einfach mal hin.
Nee, das da hinten wieder. Scheiße, was schon so doll im Arsch ist. Fuck it. Leute. Oh, das Ding ist fast im Eimer. Das ist aber diesmal lange, die Mission. Gib du da auf. Hast du Privilegien oder was? Ich fass es ja. Kacke. Genau, Kacke. Scheiße, dass ich direkt hinter dir stehe, oder? Gott sei Dank, ey, die Mission erledigt. So ähnlich habe ich auch diese Nachschublieferung in Staffel 3 gerettet. Vielleicht könnte ich beim Casting ein gutes Wort für sie einlegen. Wissen Sie was? Wir gehen mal essen, wenn das hier vorbei ist. Oh Gott, ich will gar nicht mit dem Essen gehen. Wer weiß, was das für einer ist. Irgend so perverser. Mit irgendeinem Fetisch wahrscheinlich. Ist mir ja auch real. Ich kann hier irgendwo Sachen einsammeln, wird mir ja angezeigt. Ach nee, das ist nur Kram frei fallen lassen. Oh, hier ist was. Agentenspur. Na, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir alles mit. Immer mitnehmen, Leute. Hat doch hier lang gezeigt, oder? Ach, das ist ja schon. Das war schon. Also, war ja auch schon mal anstrengender. Dann gucken wir mal, ob wir noch andere Sammelzeug oder so einen Kampf. Wäre ja auch mal wieder toll. Nehmen wir den gleich mit hier. Wir haben zwar eine Menge Ressourcen noch. Jetzt muss ich bestimmt erstmal wieder hoch, oder? So ein Scheiß. Ach, jetzt wo kommt ihr auch? Ihr Helden. Vielleicht sollten Sie mal die Baustelle unter die Lupe nehmen. Nee, gerade keine Zeit. Macht ihr das mal? Ach scheiße, kann doch da unten lang, ich Trottel. Ich sterbe vor Langeweile. Baustelle unter der Lupe nehmen. Keine Zeit für sowas, für so Spielereien. Will da hinten hin zum Kampf. Zumindest habe ich jetzt keine Standbilder mehr. Das leckt zwar immer noch, aber keine Standbilder mehr, sodass ich wirklich krasse Verzögerungen habe. Naja, immerhin besser als nichts. Ich glaube auch nicht, dass ich mit Level 30 groß weit komme, wenn es schon jetzt so Probleme gibt. Entschuldigung. Oh, warte mal, hier müssen wir was geben. Erste Hilfe-Set. Ja, bete mal schön für uns. Hi. Das hilft uns auch nicht mehr weiter. Genau das habe ich gesucht. Übrigens bin ich immer noch krank. Also Leute, die andere Videos von mir geschaut haben, die wissen es. Also wenn ich gähne und so, ist nicht, weil mir langweilig ist oder so. Nee, ich bin krank. Hab eigentlich ein bisschen Fieber. Aber was soll's, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen zocken, weil ein richtiger Zocker, der lässt sich von nichts aus der Bahn werfen. Ein bisschen schnupfen, ein bisschen husten. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Oh, wir sind schon angekommen, oder? Hey, hast du Geld? Na? Ihr wolltet unseren Dings hier erledigen. Hab keine Deckung, wie geil ist das denn? Ach, ein Basic-Fuzzi, oder? Wo er denn hin? Ich soll mich stellen, ihr versteckt euch und ich soll mich stellen. Klar. Natürlich. Total realistisch. Oh scheiße, nein, Granatenfuzzi. Ich mach's euch nicht. Stimmt, du jagst dich lieber gleich selbst in der Luft und den Shop mit dazu. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Ach, da kommt der nächste. Na, der hilft mir vielleicht ein bisschen, dass ich schütze. Mal gucken. Ich sehe von hier aus gar nichts. Warte mal. Ja, mit dem Zielfernrohr habe ich Standbild. Auch nicht schlecht. Nein, ich will nicht sterben, ich will, dass du stirbst. Achso, hier ist auch noch einer. Hallo. Keiner überlebt. Nein, meine Muni ist leer, Leute. Ich fass das ja. Wo ist denn der jetzt hin? Die ist aber auch krass, die Waffe, oder? Gut, dann befreien wir mal die Oberfuzzis, die sich hier einsperren lassen von irgendwelchen Hampelmännern. Genau, alles schon mitnehmen. Habe ich in meiner Hauptwaffe keine Munition mehr? Ist das nicht traurig? Das ist ja wirklich
Ihr hört auf zu klopfen. Mann, ich hol dich doch raus. Ich plündere erstmal, weil wir haben keine Zeit für sowas. Wo ist der hässliche Schlüssel hier? Komm her, Schlüssel. Wie, ihr trödelt wieder beim Rauslaufen. Ich will mein Zeugs haben, was da drin liegt. Zivilisten sind in Sicherheit. Los, lauf schneller, du hässlicher. Ach, Mann. Schade, dass man die nicht schlagen kann. Da war, glaube ich, noch ein Hinterausgang. Können wir auch noch. Was ist das hier? Müll. Gucken wir, was uns da noch erwartet. Und das leckt sogar im Tür aufmachen. Wow. Total anspruchsvoll, die Grafikkarte. Ach, hier ist was Größeres. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Hier drunter auf? Nein, natürlich nicht. Aber immerhin, ne? Besser als nichts. Das ist meine Devise. So. Machen wir jetzt noch eine Nebenmission. Ach, hier ist nämlich noch ein Nebeneinsatz. Das Blöde ist, hier haben wir noch nicht die Telefonaufzeichnung, glaube ich, freischalten. Also die Karte dafür. Soweit ich weiß. Oder wir haben schon alles. Ich weiß es nicht. Dann gehen wir halt zum nächsten Nebeneinsatz. Agent, einige unschuldige Bürger werden von jemandem namens Wildchild angegriffen. Sie müssen eingreifen. Das erinnert mich irgendwie an eine Szene aus Staffel 2 meiner Serie. Also falls Sie Hilfe brauchen, lassen Sie es mich wissen. Boah, der geht mir auf den Keks mit seiner scheiß Serie. Und vor allem Wild Child. Welcher Gegner nennt sich Wild Child? Das hört sich an wie ein kleines Kind, was denn vor dich rumhüpft und dir den Arsch aufreißen will, wie in irgendeinem Horrorfilm. Diese schwarzhaarigen Kinder mit den weißen Augen. Mal gucken, was uns erwartet. Was hast du gefunden? Du hast doch gesagt, wir teilen. Ich weiß, dass ich Kackrüstung habe. Das muss mir nicht ständig sagen. Oh, hier ist eine Autobahn. Eine Schnellstraße, Entschuldigung. Aber hier gibt es doch nichts im Einsammeln. Keine Telefonaufzeichnung, nichts. Müssen wir hier rein? Hau ab! Ich habe hungrige Kinder! Was habt ihr für Probleme? Wir müssen hier rüber. Okay. Jetzt hier rüber? Nee, ist der Ausgang. Wo komme ich denn jetzt da rüber? New York ist nicht mehr, was es mal war. Ach, hier können wir vielleicht drüber. Nee, doch nicht, weil das Stacheldraht. Ich könnte ein paar Zähne ausschlagen. Ich schlag dir mal ein paar Zähne aus. Wie werden die werden? Wir haben natürlich jetzt wieder... Oh, scheiße, Granatenputzi. Greift an! Verliert keine Zeit! Oh, hör auf zu lecken, ey. Jetzt hängt meine Maus auch noch. Ich hole mehr Munition! Macht das, bring mir gleich noch welche mit, am besten für meine Hauptwaffe bräuchte ich welche. Lieber nachladen. Ach, das ist schon der Oberfuzzi, die Wild Child, oder wie der sich schimpft. Boah, ist der übel. Komm, wir setzen mal lieber. Was hab ich denn gemacht? Heilung. Oh, fuck, fuck, fuck. Fick du dich doch. Ich hab falsche Dings eben gedrückt. Wir nehmen mal die. Boah, Leute, Leute, ich stell mich wieder an wie Gimpy schlechthin. Aber Düte uns Hilfe die Schütz. Oh, Scheiße! Wir müssen mal warten, bis wir uns wieder selber heilen können. Ich hab's bis jetzt noch nie verwendet, deswegen hab ich jetzt voll verkackt gerade. Und ich komme nicht an den Putzi ran. Warum krieg ich denn gerade so einen Schaden? Er ist doch auch fast im Arsch. Ach, das war noch nicht mal Wildchild. Das war ein Lieutenant. Und wir müssen noch einen Lieutenant erledigen. Wir haben kaum noch Money, Leute. Obwohl hier bei der Waffe geht. Bloß ich finde es hier scheiße, dass man hier halt so oft nachladen muss. Weil ich ein kleineres Magazin habe. Aber hier kann man doch bestimmt irgendwo auffüllen. Obwohl bei Nebenmission eher weniger, oder? Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen da hinten. Ich gucke mal, ob man hier irgendwo was ein... Nee, das würde er anzeigen. Sollen wir noch so ein Fuzzi platt machen? Müssen die alle bezahlen. Ja, die sind so scheiße, die sind zu weit weg. Das ist eine schöne Stelle. Können wir wieder eine
Waffe setzen, also die Schütze zu bekommen. Ich hab's auf sich gestellt. Da ist er. Doof ist, jetzt wäre natürlich so eine Sticky Bomb, die so geschimpft wird, praktisch gewesen für den Fuzzi da. Wir haben keine, keine Medipack mehr. Können uns selber heilen. Oh, fuck it, fuck it, fuck it. Ich bleib da auch noch stehen, ne? Scheiße. Mutti. Wo rennt er denn jetzt hin? Du hältst nicht durch. Doch, werde ich. Zur Not warte ich bis du... Ja, er guckt einmal nach oben, schießt mir in den Kopf und, ne, und kriegt voll Schaden. Ach nö. Jetzt bin ich passiver Zuschauer. 115 Meter, ne? Guck mal. Ach scheiße, ey. Das ist ja deprimierend. Vor allem, ich habe ja jetzt nicht mehr Medipacks dadurch. Ich habe ja genauso wenig wie vorher. Jetzt muss ich diesmal voll aufpassen und mehr die Heilung einsetzen. Ach, cool. Wir müssen den zweiten Lieutenant platt machen. Wir müssen ja nicht mehr den ersten. Der versteckt sich da immer noch hinter. Mal gucken, wie wir an dem jetzt rankommen. Oder dass man, ja... So, dass wir eine Deckung haben. Vor allem, der kommt ja auch... Der weiß, dass er stark genug ist, scheinbar. Und kommt so hin hier ran, dass wir Schaden kriegen. Fuck it, der klettert da hoch, oder was? Du hältst nicht durch. Ey, wie er sinkt, hat einmal oben den Kopf und schon kriegt voll auf die Fresse. Und bei der Kackwaffe. Oh, wieder. Oh, immerhin hat er nicht mehr viel Life. Ey, will ich gar nicht wissen, was der Obermacker von den Fuzzis hier, ne? Wild Child. Also der kleine hässliche... Oh Gott, der kommt schon. Nein. Lass los! Nein, das ist ein Medipack, lass mich hoch da. Wild Child. Hat seine Freunde mitgebracht oder was? Die spielen zu. Ach, der ist noch dahinter, versteckt sich. So eine feige Sau. Ein Glück, ey. Jetzt habe ich erstmal meine Ruhe. Kack mir hier die ganze Zeit schon fast in den Hosen. Das ist echt zum Kotzen. Immerhin haben wir wieder Medipacks. Und hier gibt's sogar was Schönes. Eine Jacke. Ich sehe den gar nicht. Das ist doch bestimmt ein Sniper, oder? Da oben hockt er. Oh, wir können unsere Hauptwaffe auffüllen. Yeah. Moment. Wechselwaffe. Die 1 müsste sein, oder? Was glaubst du, woher der Virus stammt? Ich dachte, ich kann da um eine Ecke schmulen, aber nichts ist. Ich glaube, ich habe was geschissen. Oh nein, ich habe Standbild. Ich will eigentlich, dass da oben der Fuzzi... Ach ja. Jetzt haben wir schon eine größere Magazin, Leute. Na, guck vor. Putzi. Hallo. Genau, du baller mal da oben. Es benötigt, also Jüt geschützt, aber den Putzi hier. Können wir den da hinten? Ne, können wir nicht. Jetzt schieße ich halt auf den da oben. Oh, Wild Child. Das kleine hässliche Kind mit den schwarzen Haaren und den weißen Augen. Also ich hab nichts gegen hässliche Kinder. Aber der halt nennt sich nochmal so, dafür kann ich ja nichts. Und wie gesagt, das erinnert mich halt an sowas. Aua, ja, ist ja gut. Mann, der lebt ja immer noch. Tut, was zu tun. Die Schlacht
ist denn der andere jetzt hin? Will den da? Hab's ja ahnt, dass der hierher kommt. Komm ja nicht mehr an den ran, und schlecht. Na? Oh, der ist fast platt. Dich kriegen wir, Wild Child. Stopp. Fertig. Agent. Gute Arbeit. Wir sind wirklich ein super Team, wir beide. Das ist so aufregend. Will der mich verarschen? Ich kann gar nicht verstehen, warum die Kritiken so schlecht waren. Wie auch immer. Ende der Durchsage. Boah, wir sind ein super Team, wir beide. Was hast du denn gemacht, bitte? Du hast Paul irgendwo rumgesessen. Ich weiß nicht mal, wo. Oh, hier ist wieder ein Erweiterungsmagazin. Moment. Guck mal eben nach, was wir gekriegt haben hier. Inventar. Wo wir wenigstens was austauschen können. Oh, das macht überall das, die Zähigkeit runter. Das will ich gar nicht, weil dann sterbe ich ja noch schneller. Das ist voll blöd. Fertigkeitenstärke. Hm. Ne, das lassen wir erst. Obwohl, das Ende war gar nicht mal schlecht. Wir haben wieder einen neuen Rucksack. Obwohl der... Nee. Auch alles weniger. Nur die Scheiße da. Bloß weil er ein höheres Level hat oder was. Genau, hier haben wir das Magazin, aber ich glaube, das, weiß ich nicht, wir gucken mal eben, hier kann nämlich noch was rein, glaube ich. Musst du kurz mal überlegen. Ach, wir haben ein Magazin drin, aber wir gucken mal eben. Das ist nämlich besser. Obwohl, das hat bessere Nachladetempo, aber ist mir so Latte, ehrlich gesagt, das ist, mir ja nicht wichtig. Ich geh mal gucken auf der Map, was wir noch jetzt Schönes machen können. Ob hier noch irgendwas zum Einsammeln ist, aber anscheinend nicht. Nur unser Sterbeort. Ich weiß gar nicht, was der uns bringen soll. Abwählen. Jetzt gehen wir noch zu dem Kampf, genau. Wenn wir schon mal hier sind. Und ich glaube, dann gucken wir in der nächsten Folge nochmal eine Base, um die Medizinabteilung zu verstärken. Beziehungsweise die anderen Abteilungen. Ich glaube, da ist auch noch teilweise ein bisschen was zu tun. Andere haben uns im Visier. Ach schade, ich dachte, das was ich in die Luft sprengen kann. Also es war jetzt nicht schlechtes Aim. Ich dachte, da ist irgendwas, was explodieren kann. Oh, leggy, ey. Leute, wie ihr sagt, an der Grafikkarte kann es nicht mehr liegen. Das muss wirklich was anderes sein. Mein Internet vermute ich mal. Weil das ist auch scheiße. Achso, jetzt sind meine Leute. Wo ist denn jetzt der Fuzzi hier? Weil wegen so ein bisschen laggy, ne. Okay, dann sprechen wir mal mit dem, was er uns zu sagen hat. Irgendwie erzählen die mal irgendein Scheiß. Und komm mal vor, du Feigling. Brauchst du nicht mehr verstecken? Ohne sie wären wir jetzt tot. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Was? Erledigt die Tango ist immer am Arsch! Aber der hat mich doch jetzt schon regelrecht schon verabschiedet. Passt links auf! Uns entkommt keiner! Schalte den Anführer aus! Oh, schade. Granatenputze, die hasse ich ja. Also wie gesagt, wenn ich mal ein bisschen leise bin, dann konzentriere ich mich einfach nur. Ich ignoriere euch nicht, keine Angst. Ach hier, so ein Grundputzi, Basic-Putzi. Jetzt habe ich da bald schon wieder keine Muni mehr. Die geht so schnell leer. Ist doch doof. Ach, die kommen jetzt von hinten. Die kommen von beiden Seiten. Shit, pass links auf! Oh, schade, der eine ist durchgerannt, der andere ist vorbeigerannt. Der ist aber mutig da oben auf dem Dach. Okay, ich bin aber auch gerade nicht besser, oder?
für eine Scheiße. Was ist der denn? Irgendwas schießt doch hier auf mich. Was, wo kommst du denn her? Ey, was macht ihr eigentlich hier? Meine Ober-Nebenbei-Fuzis hier? Helfen die überhaupt? Drücken wir fast abgeknallt von hinten, weil die keine Deckung geben. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Danke. Wäre ja fast tot gewesen, dank den Fuzis hier. Okay, das haben wir auch erledigt. Dann schauen wir mal, was wir noch übrig haben. Weil viel ist jetzt nicht mehr. Wir sind auch jetzt Level 10, habe ich gesehen. Hier ist noch ein Kampf in der Nähe. Wollen wir den auch noch machen? Und einen Nebeneinsatz. Beim Safe House. Agent, Sie haben gute Arbeit geleistet. Und wir haben hier was für Sie. Wir machen das in der nächsten Folge. Moment, halt mal die Fresse kurz. Ich gebe Ihnen lieber ein Autogramm auf ein Stück Papier, auf das Division-Handbuch oder sogar Ihre So, besser. Dann sag ich mal, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne in den Comments schreiben oder ein Like da lassen. Da würde ich mich super drüber freuen. In der nächsten Folge machen wir wieder Nebenmissionen und dann vielleicht noch eine Hauptmission schon mal anfangen, weil wir hatten ja jetzt Nebenmission gemacht, Nebenmission und Nebenmission. Ups, da, weil ich glaube ganz rechts, oh Gott, ey, da drüben irgendwo haben wir eine Hauptmission da. Wieder für Medi-Dings. Das stimmt nicht. Die Werbetafeln, sie gehen. Dann machen wir halt das zuerst, okay. Dann bis zum nächsten Mal, eure Sandy, ciao.